Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stellaris. So, wir müssen uns jetzt unbedingt um all die Forschungsprojekte kümmern. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier noch was macht. Der kümmert sich wahrscheinlich auf jeden Fall noch um dieses Forschungsprojekt. Aber wir machen die mal so. Schauen wir einfach mal genauer rein. Der fliegt hier einfach die Sachen ab. Okay, der macht eigentlich gar kein Forschungsprojekt, genau. Warte mal, ich mache hier mal Projekt erforschen. Macht das? Ich hoffe. Das andere erforscht halt auch ein Projekt. Oh, wo ist denn das? Was? Wo bist du? Ach, du Kacke. Ach, da. Okay, das war gerade irgendwie nur ein Fehler. Okay, der ist noch unterwegs und ich hoffe auch dahin, wo er hin soll. Was haben wir denn hier? Das ist die Trümmer. Okay, ist richtig, gut. Also jeder macht das, was er machen soll. Ja, und wie ich erfahren habe, tatsächlich, ja, wollen die doch etwas essen? Ich habe mich schon immer gewundert, wozu eigentlich die Nahrung ist, weil man das nie irgendwie mitkriegt, dass die Hunger haben. Hier sieht es aber eigentlich ganz gut aus mit Nahrung, würde ich sagen. Obwohl viel ist auch nicht. Eins, zwei, drei. Können wir hier mal das entfernen, dann machen wir hier einfach das nächste. Dann gucken wir mal eben auf den beiden. Guck mal, hier, den haben wir gleich. Der wird gerade eingenommen. Hier sehen wir es, der Saigo. So, und auf Mazzino wächst hier gerade neue. Hier können wir auch Nahrung machen. Ja, machen wir mal. Damit hier auch gleich die Nahrung einfach mal gesichert ist. So. Dann sollte alles gut gehen. Wie sieht's mit den Korvetten aus? Da wird fleißig nach. Ach, guck mal. Verdammt. Die haben es nicht zusammengesetzt. Ach, Mann. Weil die nicht mehr an dem Versammlungspunkt sind, wahrscheinlich, wo die eigentlich sein sollten. Also unsere erste. Warte mal, machen wir mal hier wieder den Versammlungspunkt einrichten. Stehen die denn hier richtig am Hafen? Ich weiß es nicht. Oder sollten die hier an dem Raumhafen? Wird schon richtig sein. So, das haben wir, unsere Korvetten. Ja, die haben sich jetzt leider so zusammengetan und nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Kriege ich die da irgendwie wieder ran? Ich weiß es nicht. Tja. Kann ich die irgendwie verbinden? Nee, nur reparieren tun die sich. Okay. Das nicht das. Na gut, dann lassen wir es mal eben so. Ist egal. Dann haben wir halt zwei für den Fall, dass wir mal an verschiedene müssen. Wir machen aber noch ein paar. Wir brauchen unbedingt wieder ein paar Schiffchen, wenn wieder irgend sowas passiert wie Piraterie oder so. Hier wurde was gebaut. Ja, das inaktive Gebäude, weil da noch keiner ist, ist klar. Oberfläche. Wir könnten erstmal den hier rübersetzen, damit erstmal die Nahrung produziert wird. Ich glaube, das ist wichtiger, wenn die da sterben, schon wegen der Nahrung. Einer ist anscheinend ja tatsächlich gestorben. Jetzt reicht es leider wieder nicht für den Außenposten, verdammt. Das ist jetzt doof, aber wir haben noch Zeit. Gut, Forschungsschiff ist immer noch unterwegs oder ist jetzt da? Ist jetzt da. Schön. Ich hoffe, das fängt da jetzt auch bald mal an. Wir können ja mal gucken gehen bei dem Forschungsschiff. Okay, ist gleich da. Weil die Zeit vergeht ja bei diesem Projekt. Dann würde ich sagen, läuft erstmal alles wieder wie gewollt. Jetzt war es auf einmal ein bisschen hektisch. Wir können ein zweites Forschungsschiff machen und unser eine übrig gebliebene jetzt da reinsetzen. Wollen wir das machen? Ich weiß halt nicht, ob es nicht eigentlich zu viel ist, zwei Schiffe rumfliegen zu haben, weil Energiemangel ist auch schon wieder zu sehen. Wie sieht es denn hier aus? Na, Energie haben wir hier nicht, leider. Nee. Leider nicht. Okay, da ist irgendwas fertig auf dem Planeten. Tja, was machen wir denn da mal? Ich guck mal kurz bei den anderen. Ist halt gerade keine Leute da, deswegen brauchen wir da noch gar nicht bauen. Bevor da nicht Viecher sind. Aber wir müssen uns tatsächlich jetzt mal darum kümmern, dass wir wieder Energiereserven kriegen. Ich meine, noch sieht es okay aus. Ist noch nicht so schlimm. Achso, auf Saigo müssten wir ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen was kriegen. Guck mal, hier gibt es auf jeden Fall auch Energie. Hier müssen wir nur dann mal dafür sorgen, dass wir die ganze Scheiße darunter kriegen, die im Weg ist. Aber gut, das machen wir dann, wenn wir den Planeten haben. Wir machen mal ein bisschen schneller. Obwohl, nee, das sehe ich immer ganz gerne. Na, okay, die Korvetten sind fertig. Tja, Forschungsschiff, ja, nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht zu viel ist. Wenn wir jetzt noch ein Forschungsschiff haben, heißt es ja auch, dass das wieder im Unterhalt auch einen Energiepunkt verbraucht und so. Guck mal, wir haben jetzt hier sieben Schiffe. Das ist schön. Da drei. Sieht auch gut aus.
Oh, wir haben die Trümmer analysiert. Okay, das eine Forschungsschiff ist fertig. Moment, machen wir mal kurz Stopp. Jo, was haben wir davon? Achso, wir haben... Ach, cool. Guck mal, wir kriegen hier plus 10 Fortschritt auf alles. Oder hier sogar plus 30 in der Physik. Das ist ja schön. Das ist ja tatsächlich mal sinnvoll. Jetzt haben wir ja hier noch einige Ausrufezeichen. Da könnten wir eigentlich mal für sorgen, dass da mal ein bisschen geforscht wird, wenn das geht. Ja, das geht auch. Dann machen wir das auch. Die sind ja zwar nebeneinander, aber ist ja nicht so schlimm. So, und weiter, bitte. Wir können jetzt hier den Außenposten bauen gehen, weil wir sehen, die Grenze reicht nicht bis da. Hier ist die Grenze, also wir kriegen diesen Planeten sonst nicht. Also, Außenposten bauen. Wir haben noch genug Punkte, ist alles okay, können wir verschmerzen. Ich wüsste gerne mal, ob es sinnvoll wäre, so einen General oder Admiral zu rekrutieren. Was können die denn eigentlich? Unnachgiebig. Schwindler, Kampfgeschwindigkeit. Also die sind halt, die bringen uns natürlich was aus Kämpfen. Und ich glaube, die Generäle waren für den Boden, oder? Anpassungsfähigkeit, Schlachter. Ach du Scheiße. Und nach Ruhm strebend. Aber ich glaube, die sind tatsächlich, wenn man auf dem Boden, also auf dem Planeten, glaube ich. Hier, warte mal, wenn wir uns das angucken. Hier ist der Gouverneur. Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Hier, glaube ich, käme der dann rein. Hier, rekrutieren. Nee, das ist auch wieder was anderes. Ach, da weiß ich auch nicht. Moment, hier ist gerade irgendwas los. Was hat er denn? Erstmal Technologie erforscht. Ah, gut, da kümmern wir uns gleich mal drum. Ingenieur. Oh, warum haben wir auf einmal so eine große Auswahl? Speicherkapazität, Mineralien. Zerstörer und Raumhafen 3. Oh, das ist auch gut. Schadensbonus und Feldproduktion. Raketenverteidigungsmotor, Atomraketen, Nanokompositpanzerung, ja. Nachbrenner. Alles schön. Verdammt. Ich nehme mal hier den Zerstörer. So. Und Flottenbefehl erfüllt. Was war los? Achso. Saigo gehört uns. Ich mach mal kurz ein bisschen langsamer alles. So, Saigo gehört uns. Schön, da sind wir. Hier wird gerade ein Viech geboren oder gemacht. Warte mal, dann mache ich hier mal Nahrung und setze das dahin. Weil hier weiß ich noch nicht, ob ich den haben will oder die Nahrung. Wahrscheinlich eher die Nahrung, weil zwei sind. Gucken wir mal. Können wir hier auch irgendwas entfernen? Hier ist ganz schön viel Scheiße auf unserem Planeten, aber das geht alles noch nicht. Das ist leider alles zu krass für uns. Na gut, dann nicht. Gucken wir uns mal eben kurz die anderen Planeten so an. Wie sieht es hier aus? Die wachsen immer noch. Ja, unsere Viecher. Ich hätte super gerne diese Fähigkeit gehabt, dass die Figuren schneller wachsen. Ich glaube, das wäre gut gewesen. Hier können wir schon mal bauen. Einfaches Forschungslabor. So. Guck mal, wir haben jetzt hier auch wieder plus 10. Hier plus 4, 17. Sieht also auch wieder gut aus. Hier wird unser Außenposten gebaut. Also erstmal ist alles. Ich glaube, erstmal läuft alles ganz gut. Ich frage mich, wann mal wieder Mandat kommt zum Erfüllen. Das ist schon ganz schön lange her, kommt mir so vor. Guck mal, jetzt haben wir die beiden Projekte am Erforschen. Das läuft doch super. Die anderen sind ja eh so nur auf Zeitdinger eher. Theoretisch wären wir jetzt den 1K. Nee, schaffen wir immer noch nicht. Wenn wir denen nochmal begegnen würden, ist halt immer noch die Frage, sind die noch da? Wir sehen es ja nicht wirklich. Aber wir können uns ja erstmal hier so rumschleichen. Das eine Forschungsschiff soll ja eh wieder eigentlich hier hinkommen. Wir wollen ja hier weiter gucken. Hui. Wow. Viel los gewesen in letzter Folge und auch in dieser, finde ich. Finde ich gut. Gefällt mir. So, auf Saigo wurde wieder was gebaut. Finde ich auch gut. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Hier und da. Okay. Alles gut. Jetzt müssen ja natürlich auch erstmal, also an Planeten mangelt es uns gerade nicht. Die Viecher müssen einfach nur nachwachsen. Wir könnten die Flotte vergrößern. Oh, unser Ressourcenspeicher ist voll für Einfluss. Oh, wir müssen Einfluss verballern. Ja, wir müssen. Tatsächlich. Das können wir machen. Indem wir vielleicht uns wirklich mal hier so ein Admiral oder General, ich weiß es nicht. Warte mal, wir machen einfach mal, hier ist unser Marder. Admiral. So, wir holen uns einfach mal ein Admiral, wenn sowieso alles voll ist. Und nachgiebig Trefferpunkte, Hülle plus 10. Kampfgeschwindigkeit plus 20, das finde ich gut. Not-UL-Schaden, weiß ich nur nicht, was das ist. Ihr kämpft hinterhältig. Mhm. Und hier Sensorreichweite, Schiffe plus 25 und Geschwindigkeit plus 20.
Das klingt alles für mich ganz schön. Ich weiß nur leider nicht, was Not-UL-Schaden ist, deswegen würde ich auf den hier verzichten. Not-UL-Schaden minus 50%. Not-Überlebens-UL. Ist wahrscheinlich total gut und jeder würde vielleicht den nehmen, aber da ich nicht weiß, was es ist, lasse ich es. Und ich nehme das hier. Die Geschwindigkeit und Sensorreichweite. Denke ich. Hervorragender Aufklärer. Er verfügt über die technischen Fähigkeiten des Raumschiffs, Langstreckensensoren, das Optimum herauszuziehen. Komm, ich nehme den hier. So, und den setzen wir da gleich ein. Oh, guck mal, die haben uns jetzt hier... Die sind jetzt an uns dran, aber zum Glück mögen die uns, ja? Special Project complete. So, dann haben wir hier ein bisschen was ausgegeben. Wow, das hatten wir ja noch nie, dass wir Einfluss ausgeben müssen. Voll gut eigentlich. Spezialprojekt ist abgeschlossen. Unsere fortwährenden Studien der gewaltigen skelettierten Überreste auf Tour 3 haben nun einige Rückschlüsse darauf ergeben, wie die Kreatur Planet auf geendet ist. Was? Wie die Kreatur auf dem Planet geendet ist vielleicht? Weiß ich nicht. Äußerst schwache Restenergiemessungen weisen darauf hin, dass in Richtung der Rückseite des Skeletts kurzzeitig eine Art von Dimensionsportal bestanden hat. Aha. Wissenschaftler Limata hat die Theorie aufgestellt, dass die Kreatur dieses Portal aus einer anderen Dimension durchquerte, nur um in der feindlichen Umgebung von Tour 3 ein schnelles Ende zu finden. Warum sie das tat und woher sie kam, das sind Fragen, auf die man wohl nie eine Antwort findet. Das ist tatsächlich erstaunlich, finde ich. Die kam dahin, um zu sterben. Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. Wahrscheinlich eher nicht. So, dann schicke ich das Forschungsschiff, was jetzt fertig ist, einfach mal wieder hier hinten hin. Haben wir den schon erforscht? Ja. Dann gehe ich mal hier hin. So, hat es nicht ganz so weit. Ich kann auch erst den, wenn es eh da zuerst ankommt, nehmen wir den. Hier ist wieder ein Bauvorhaben fertig, finde ich gut. So. Einfluss geht runter, also ist gerade runtergegangen. Wow, das läuft super. Jetzt bin ich doch fast am Überlegen, ob wir noch ein Forschungsschiff bauen, wo es gerade so gut läuft und wir Zeit haben und so. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich mal, ich glaube, gelesen zu haben, dass eigentlich zwei Schiffe reichen. So, hier können wir ausbauen. Können wir mal auf einen kurz gucken, mal wieder. Alles schick, ja. Oh, das ist, wir haben echt hier so eine Linie einfach geschaffen, auch ganz niedlich. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Sind die mal fertig hier langsam? Oder ist das noch am Bauen? Ich glaube, das ist der hier, ne? Ah, der baut noch. Okay, gut. Dann gehört uns das aber ja bald. Und das nächste Spezialprojekt ist abgeschlossen. Wir haben alles probiert, um herauszufinden, wie der Keramiktopf in einer stellaren Umlaufbahn gelandet ist. Vielleicht sind wir alle verrückt. Was ist, wenn er gar nicht existiert? Man stelle es sich mal vor, wir haben diese Fakten bei der Berechnung ebenfalls berücksichtigt. Wir sind fertig. Hier gibt es nichts mehr, was wir tun könnten. Das einzig Gute an dieser Situation ist, dass wir enorm viel Zeit hatten, uns mit philosophischen und wirtschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, als wir es nicht mehr trugen, mit der Untersuchung dieses verdammten Dings fortzufahren. Was? Warum? Was ist los? Na schön. Construction complete. Oh, ernsthaft? Unser Ressourcenspeicher ist schon wieder voll. Oh Mann. Müssen wir noch einen Außenposten bauen. Okay, also, ja. Wie man sieht, sieht man nichts. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Wir erkunden da. Haben wir hier alles? Nee, sind wir noch gar nicht fertig. Ah, dann machen wir erstmal weiter. Oh, Technologie ist auch fertig. Physiklabor. Ach, das ist schön. Wir können Energiequellen speichern. Einfache Gefechtsrollen. Was? Aktive Matrizen, die speziell auf Gefechtsaufgaben eingestellt sind, verbessern die Angriffseffizienz immens. Oh, das klingt gut. Kolonie-Entwicklungsgeschwindigkeit hoch. Ah, oh, das hätten wir aber früher gebraucht. Befestigungsstärke. Nee, ich glaube, ich möchte diese einfache Gefechtsrolle. Wie auch immer das dann funktioniert. Das klingt gut. Und ja, wir haben so viel Energiequellen. Wir müssen die irgendwie ausgeben. Deswegen, hier gibt es 6 Energie. Das sieht gut aus. Nehmen wir uns. Das war eh gerade unterwegs. Dann nehmen wir das hier. So, hinter sind wir wieder punktelos geworden. Oh Mann. Dass wir jetzt tatsächlich, ich finde das so witzig, so vorher sind wir den Einflusspunkten, haben wir den nachgeheult. Und jetzt müssen wir sie einfach loswerden. So kann es kommen, wenn man etwas ordentlich spielt. Oh, guck mal, die sind auch rot. Zeta-Aliens gefunden. Hier ist irgendwas los, Feindflotten. Wow. Wow.
Warum sind das so viele? Das sind die Zitterens, okay. Ja. Welches ist es? Das hier? Dann schnell weg da, würde ich sagen. Können wir da mal schnell irgendwo anders hin? Greifen die uns schon an oder so? Also können die uns nicht leiden oder ausweichen auf jeden Fall? Oh, scheiße, was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er irgendwo anders hingeklickt. So. Ach so, der muss einfach erstmal fliehen, okay. Wo sind wir denn? Da unten. Aber tun die uns was? Warte mal, können wir die erforschen? So, wir erforschen die erstmal. Und unser Forschungsschiff ist gerade erstmal geflohen. Das kommt mir auch als die bessere Idee vor. Können wir uns irgendwie hier erstmal rumschleichen? Was ist, wenn ich jetzt hier... Okay, dann geht's woanders lang. Gut. Wow. Die waren krass. Die sind auch... Also irgendwie... Also... Ja, ressourcenmäßig läuft's gut, aber diese ganzen Feinde um uns rum mit ihrer Stärke sind schon etwas... Ja, etwas angsteinflößend. Ich glaube, wir sollten noch ein paar Schiffchen bauen. Wir haben ja den Zerstörer demnächst auch. Oh, wir können nur ein Schiffchen bauen. Ja, wir haben zu viele Minereien versammelt. Okay. Hier ist erstmal fertig. Dann schicken wir das erstmal weiter. Oh je, das war eine Stärke. Also die Zeta-Aliens, wenn wir die erforscht haben, ich nehme mal an, die haben hier irgendwo ein ziemlich großes, also die werden hier wahrscheinlich irgendwo ein Riesenreich haben. Zumindest nach der Schiffsflottenstärke zu urteilen. Ja, es macht mir leicht Sorgen. Hier werden die Zitterians gerade untersucht. Na, schauen wir erstmal. Vielleicht sind die auch gar nicht so böse. Ja, irgendwie habe ich nicht so Hoffnung in die Richtung. Oh je. Okay, wir gucken nochmal uns die ganzen Oberflächen an. Oh Mann. Hier, alles gut. Wir können hier schon mal irgendwo vielleicht neu bauen. Obwohl, lohnt noch nicht. Wenn auch kein neues Tierchen da ist. Bei Mazzino auch noch nicht. Ja, wir gucken wahrscheinlich einfach viel zu schnell. Das bringt auch noch keinen Sinn. Wow. Okay, dann würde ich sagen... Oh, Moment. Wir sind von einem zuvor unbekannten Weltraumreich kontaktiert worden. Sind das die Zetas zufällig? Nein, glaub nicht. Phothesian-Republik. Ih, der sieht voll komisch aus. Ich spreche für das Phothesian-Republik. Wir sind eine demokratische Nation, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, die individuellen Freiheiten unserer Bürger in einer Galaxie voller fremder Schrecken aufrechtzuerhalten. Unser gewählter Anführer, Präsident Gorbedang Donog, warnt euch vor der Interaktion mit unseren Bürgern oder der Annäherung. Okay, fanatisch, individualistisch und xenophob, habe ich mir schon gedacht. Ich sag mal das mit dem Profitieren vielleicht. Kooperation würden wir sicherlich alle profitieren. Ich mach mal so. Mal gucken, was sie dazu sagen. Ich guck mir die mal kurz an. Wo seid ihr denn? Hier, Protection. Das sind aber, glaube ich, nicht die Zetas. Überlegen. Geht aber. Nö, eigentlich sind die über Ebenbild. Ich weiß gar nicht mehr, was die überlegen sein sollen. Ach, guck mal, die haben wir mittlerweile auch eingeholt. Da steht jetzt auch ebenbürtig und nicht mehr überlegen. Die mögen uns nicht so ganz, aber es geht. Krieg, Handelsab... Die haben uns die Rivalität erklärt. Wir könnten Grenzen schließen. Ah, ich glaube, das ist noch nicht so gut, wenn wir das jetzt machen. Wo sind die denn überhaupt? Moment. Da. Hier hinten. Oh Gott, wir sind echt alle aneinander gedrängt einfach. Nur hier überall so kleine Klecks auf der Landkarte. Wie sieht's mit den Zetas aus? Wird noch erforscht. Die Zetas kommen wahrscheinlich gleich oben auch aneinander gequetscht hier so an den dran. Was? Was komplett? Kristallwesen. Mann, ich wollte die ganze Zeit Pause machen. Okay, das noch. Den Berichten über außerordentliche, freischwebende, kristallartige Objekte aus meinem System ist nachgegangen worden. Okay, also hier gibt es irgendwelche komischen Sachen. Das sollten wir mal uns angucken. Und jetzt würde ich sagen, ich mache jetzt mal Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.